aus Köln. Der Presseclub mit Volker Herres. Herzlich willkommen, schönen Sonntag aus Köln, schön, dass Sie dabei sind. Raketentests und Drohungen in Richtung Washington, das kannte die Welt bereits von Nordkorea und seinem Machthaber Kim Jong-un. Neu ist, wie die USA auf die Provokation reagierten. Mit Feuer und Zorn hat Präsident Trump alttestamentarisch gedroht. Ein verbales Wettrüsten begann, das alte Ängste schürt. Die Atombombe in den Händen sozusagen zweier Sprengköpfe, Kim Jong-un und Donald Trump. Der undurchsichtige Diktator Nordkoreas auf der einen und der postrealpolitisch irrlichternde Oberbefehlshaber im Weißen Haus auf der anderen Seite. Das ist alles andere als beruhigend. Und darum geht es. Erneute Raketentests und die Behauptung, bis auf das US-Festland schießen zu können, Drohgebärden Nordkoreas. Donald Trump reagierte mit einer deutlichen Warnung. Wir werden ihnen mit Feuer und Wut begegnen, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Der Krieg der Worte von Trump fortgeführt per Kurznachricht mit Bildern untermalt. Dann kündigte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un an, die US-Insel Guam anzugreifen. Über einen drohenden Showdown im Pazifik berichtete die Presse. Die Nordkorea-Krise schürt Kriegsangst. Dann plötzlich leichte Entspannung im Machtkampf zwischen den USA und Nordkorea. Kim wolle mit einem Angriff auf die Pazifikinsel noch ein wenig länger warten, heißt es. Dennoch, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel seien so schlimm wie seit Jahren nicht, mahnt UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Es sei wichtig, die Rhetorik runter und die Diplomatie hochzufahren. Nordkorea und die USA droht die atomare Eskalation. Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Darüber wollen wir diskutieren. Und ich freue mich, Ihnen meine Gesprächspartner vorzustellen und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Ines Pohl ist Chefredakteurin der Deutschen Welle. Bei der Zeitschrift für internationale Politik arbeitet Silke Tempel als Chefredakteurin. Christoph von Marschall ist diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Berliner Tagesspiegel. Und Andreas Zumach ist freier Journalist. Seien Sie alle herzlich willkommen. Frau Tempel, zwischen den USA und Nordkorea wird verbal kräftig aufgerüstet. Wir haben es gerade gesehen. Was ist da los? Droht da eine weitere Eskalation? Also die Eskalation hat ja schon vor der verbalen Aufrüstung begonnen. Die Eskalation hat damit begonnen, und das haben die amerikanischen Geheimdienste nicht ganz so schnell spitz gekriegt, wie sie sollten, dass Nordkorea tatsächlich jetzt über Interkontinentalraketen verfügt, die nuklear wahrscheinlich mit hoher Vermutung zu bestücken sind. Und das beunruhigt die USA schon weit jenseits der Trump-Regierung. Das beunruhigt auch Leute, die ganz rational seit langem sich mit diesen Themen beschäftigen und sagen, wir spielen ein anderes Spiel, wenn dieses Nordkorea tatsächlich Interkontinentalraketen hat, und das ist so, die in die Atmosphäre eintreten können, mit einer Atombombe bestückt und auch wieder unbeschädigt austreten können, also ein Ziel in den USA treten können. Das heißt, ein Land, das jetzt weiß, dass es im Zweifelsfall von Nordkorea zu treffen ist, muss natürlich anders reagieren, von der ganzen verbalen Hochjatzerei, die wir gesehen haben, abgesehen. Nun, Herr von Marschall, haben wir gesehen, im Einspieler Feuer und Zorn hat der Präsident angedroht, ein Weltuntergangsszenario im Grunde verbal beschworen. Was soll das denn als Reaktion, und hat das irgendwas bewirkt? Es hat was bewirkt, und wir sehen, dass Donald Trump anders reagiert als seine Vorgänger. Seine Vorgänger, und ich glaube, uns allen wäre etwas wohler, wenn ein so rationaler Vorgänger wie Barack Obama heute im Weißen Haus sitzen würde und nicht ein so unberechenbarer Mensch wie Donald Trump. Aber bei allem, was man an Donald Trump und dieser Art der Reaktion kritisieren kann, muss man doch einfach mal feststellen, er hat fürs Erste Wirkung erzielt. Bisher hatte immer nur Nordkorea mit dieser apokalyptischen Katastrophe gedroht. Er würde die USA in ein Feuermeer verwandeln. Das war ja sozusagen die atomare Drohung. Erst darauf hat Trump, anders als seine Vorgänger, mit der Gegendrohung, derselben Wortwahl, reagiert. Und es hat wenige Tage gedauert. Und Kim Jong-un ist zurückgerudert und hat gesagt, dann würde er sich es nochmal überlegen. Ein ähnliches Muster haben wir im Handelskrieg mit China. Auf Chinas Rolle werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Das ist die Schlüsselrolle in diesem ganzen Konflikt. Nur China kann Nordkorea dazu bringen, oder es zwingen, gegen seinen Willen zu einer Vertragslösung zu kommen, ähnlich wie mit dem Iran im Atomdeal. Also auch mit China hat Donald Trump einen Handelskrieg angedroht. Und dann ging das auch ein bisschen hin und her. Und am Ende
haben sich auch da die Gemüter wieder beruhigt. Und China ist auf einmal bereit, wesentlich schärfere Sanktionen gegen Nordkorea umzusetzen als vorher. Frau Pohl, zurückgerudert sei der nordkoreanische Diktator, hören wir gerade. Er hat gesagt, er werde sich das dumme und blöde Verhalten der Jenkis noch eine Weile anschauen. Das kann man zurückrudern nennen. Ist das jetzt tatsächlich eine Abkehr von der Zuspitzung oder droht weiterhin die Gefahr auch einer militärischen Eskalation? Die Gefahr ist überhaupt nicht abgewendet. Frau Tempel hat es ja ausgeführt, was neu ist. Es ist wirklich auch anders als unter der Obama-Regierung ist, dass es jetzt den Beleg gibt, schwarz-weiß sozusagen, dass Nordkorea in der Lage ist, auch Langstreckenraketen zu bestücken mit atomaren Sprengköpfen. Das wurde immer befürchtet, aber alle, ich glaube, die ganze Weltgemeinschaft war da ein bisschen blind, wollte auch aus verschiedenen strategischen Gründen das nicht anerkennen. Das musste jetzt passieren. Also der Konflikt ist überhaupt nicht bereinigt. Zurückrudern, Herr von Marschall, da möchte ich Ihnen widersprechen bzw. was ergänzen. Also ich glaube nicht, dass es die massiven Verbalattacken waren von Donald Trump, die Kim Jong-un zum Einlenken oder jetzt erstmal so ein bisschen zum Abwarten bewogen haben. Das waren die Bereitschaft der Chinesen, die UN-Sanktionen zu erfüllen. Das ist neu. Das erfolgte aber vor dieser Verbalattacke beziehungsweise ganz bestimmt vor dem angedrohten Handelskrieg. Also ich glaube, wir sollten jetzt nicht zu heftig diesen massiven Attacken von Donald Trump applaudieren. Die sind nämlich sehr gefährlich, alle mal mit so einem unberechenbaren Gegenüber, sondern wirklich überlegen, was diplomatisch möglich ist. Und in der Tat, da stimme ich Ihnen zu gucken, welche Rolle China da spielen kann. Aber jetzt Donald Trump zu applaudieren, finde ich gefährlich. Ja, auf die Rolle Chinas kommen wir zurück. Herr Zumach, nächste Woche wird es ja noch mal spannend. Da sind gemeinsame Manöver Südkoreas und der USA. Ist das in der jetzigen Situation etwas, wo man sagt, das ist geradezu Öl ins Feuer gießen? Oder ist es vorstellbar? Es gibt ja immer wieder Politikwissenschaftler, die darauf hinweisen, Historiker, dass durch einen unglücklichen Zwischenfall, der bei sowas sich ereignen kann, die Lage eskaliert? Das ist gut möglich. Und abseits eines wirklich atomaren und Waffeneinsatzes wäre ja schon nur ein konventioneller Krieg verheerend genug, auch für die Menschen in Südkorea und in Japan. Ich glaube, wenn wir in Richtung Lösung denken, kann die nur so aussehen, dass sowohl natürlich die Nordkoreaner zu einer Beendigung ihres Programms gebracht werden, aber dass auch Südkorea und die USA diese jährlichen Manöver runterfahren und irgendwann einstellen müssen und dass es gemeinsame Sicherheitsgarantien der Chinesen und der Amerikaner für diese Halbinsel geben muss. Also in diesem Sinne, wenn wir nach vorne denken, ist dieses Manöver natürlich nicht nur nicht hilfreich, sondern es besteht die Gefahr, dass der Diktator in Pyongyang darauf nun wiederum reagiert, mit immer schärferer Eskalation. Ich würde gern auch noch dem Kollegen Marschall an dem Punkt widersprechen. Er hat es ja nicht applaudiert. Und Sie haben in Ihrem Artikel eine schöne Formulierung gebraucht. Sie haben gesagt, da sind zwei Alpha-Männchen und zwei Tarzane, die auch aus innenpolitischen Notwendigkeiten diesen außenpolitischen Konflikt schüren. Aber ich glaube, der Diktator in Pyongyang spielt höchst rational. Und er hatte ja, das muss man ja genau sagen, nicht wirklich gedroht, die Insel Guam oder gar die militärische Basis der Amerikaner zu beschießen, sondern seine Militärs haben gesagt, wir arbeiten Programme aus, um Raketen zu schießen, die 40 Kilometer vorher im Wasser landen sollen. Und dann entscheidet unser Chef, ob wir das tatsächlich umsetzen. Genauso ist es abgelaufen. Es war genau kalkuliert. Und er hat dann erstmal entschieden, es nicht zu machen. Ich sehe auch nicht, dass er unter dem Druck zurückgerudert ist. Und die Frage ist natürlich wichtig, wenn wir darüber reden, ob künftiger Druck wirklich etwas hier bewirkt. Die bisherige Erfahrung der letzten 12 Jahre, wo wir wieder das Problem haben, seit 2006, zeigt, dass alle Sanktionen, alle weltweiten Verurteilungen, alle Isolierungen nichts an der Politik dieses Regimes ändern konnten. Das ist das mal in die Runde geben, weil Sie das sagen. Ich habe in meiner Eingangsmoderation gesagt, der sei unberechenbar, der Nordkoreaner. Nee, halte ich für falsch. Sie sagen, er ist rational. Er spielt Wabank und Schach. Na gut, da ist eine gewisse Stringenz dahinter. Das sehen wir. Und die Stringenz ist eigentlich ganz klar. Das zielt wie bei vielen Regimes, die sonst nicht viel dazu zu bieten haben, auf Regimeerhalt. Und das wichtigste Mittel für Regimeerhalt ist, eine Atommacht zu sein, weil man weiß, die fangen da gar nicht erst an, irgendetwas zu versuchen. Also jedenfalls nicht durch irgendeine militärische Intervention, die bei Nordkorea sowieso vollkommen ausgeschlossen ist.
Wir reden davon, dass Manöver unter Umständen Dinge hervorrufen können, die nicht beabsichtigt sind, weil etwas nicht so klappt, wie es klappen soll. Das Gleiche gilt aber für ein nordkoreanisches Raketenprogramm, wo man sagt, haben wir so getimt und haben wir so gemacht, dass es 40 Kilometer vorher ins Meer fällt. Na, das kann auch schief gehen. Und das ist dann auch eher etwas irrational. Ich glaube, der Punkt bei Nordkorea ist, Diplomatie hat nicht wirklich sehr viel geholfen. Das sehen wir im Grunde genommen schon seit den 90er Jahren. Druck wahrscheinlich schon, weil wir nie wissen, was passiert wäre, wenn wir den Druck weggenommen hätten. Die Frage ist, kommt jetzt eigentlich wieder diese gute alte auf strategische Langmut und Geduld, aber mit klarem Ziel formulierte Politik der Abschreckung, die da heißt, wir müssen das kombinieren. Wir müssen kombinieren, durchaus nicht reinzumarschieren, nicht reinzureiten wie Donald Trump mit Fire and Fury auf die High Street und dann mal irgendwie durch die Gegend zu ballern, sondern zu sagen, ich komme da mit einem starken Rücken und ich zeige auch zwischendurch mal meine Folterinstrumente. Aber wir brauchen Alliierte, das sind Südkorea, das ist Japan, das ist China. Es wäre ganz gut, das nicht mit dem Handelskrieg zu verquicken. Weil allerdings. Das finde ich, da schafft man sich zwei Probleme und nicht nur eins. Sondern China ist durchaus daran interessiert, dass Nordkorea A nicht zusammenbricht, B aber auch nicht durchdreht. Also wie kriegt man es hin, eine Politik der Abschreckung, die durchaus mit Sanktionen gepaart ist, bei der durchaus ein großer Teil der Weltgemeinschaft zeigt, wir haben kein Interesse daran, dass ein Irrationales in dieser Hinsicht dann doch Nordkorea mit Atomwaffen hier erpresserisch tätig ist. Jetzt und wie kriegen wir es hin? Ja, natürlich. Ich meine, das Irrationale an der Geschichte ist stringent, aber das Irrationale an der Geschichte ist, dass man einen Regimeerhalt versucht durch Atomwaffen und gleichzeitig seine eigene Bevölkerung quält wie nur was. Gut, aber das ist das Irrationale daran und dass erpresserisch tätig ist. Und da muss man, glaube ich, ran. Aber was Silke Tempel ausführt, ist wirklich die Frage nach den Bündnispartnern. Und ich glaube, muss man sich schon vergegenwärtigen, welche Rolle einfach Nordkorea in der Weltregion spielt und wie wichtig das ist, dass, Sie haben das ausgeführt, das Regime erhalten bleibt. Das ist für China wichtig. Kann man vielleicht in der Runde schon kurz erläutern, warum? Weil die wollen nicht alle Flüchtlinge, die zu ihnen kämen, zum Beispiel. Also wenn man sie möchten es nicht erhalten, sie möchten es aber auch nicht schnell. Nee, aber nur um das auszuführen, es ist natürlich für die US-Amerikaner wichtig, weil das ist deren Legitimation, die militärische Präsenz zu haben in der Region, die Schutzmacht für sich in Anspruch zu nehmen. Das darf man nicht außer Acht lassen, glaube ich. Und es ist natürlich, da stimme ich Ihnen auch zu, natürlich auch für die Russen bis zum gewissen Maß wichtig. Gut, dann gehen wir sie mal die Reihe nach durch. Damit wir sie nicht alle durcheinander diskutieren. China ist mehrfach genannt worden, liegt unmittelbar in der Region, Nordkorea vor der Haustür. Was sind die Interessen Chinas? China hat ein Dilemma, wie all die anderen. Chinas Dilemma ist einmal, was schon gesagt wurde, sie wollen nicht einen Zusammenbruch, der nicht nur die Flüchtlingsfolgen hätten, sondern wahrscheinlich auch ein Ende eben dieses Regimes und dann die Ausweitung des amerikanischen Einflusses auf die ganze Halbinsel. Damit ständen amerikanische Truppen an der Grenze. Also ein Interesse an der Teilung Nordkoreas. Genau. Ja, und China will aber auch nicht, dass Nordkorea Atommacht wird. Ich glaube, da passt kein Blatt zwischen die amerikanische und die chinesische Position. Und ich komme wieder zu dem Punkt zurück. Die Lösung kann nur dann bestehen, wenn China und die USA gemeinsam sich darauf verständigen, auf Sicherheitsgarantien für beide Teile dieses Südkoreas. Und unter diesem, sag mal, diplomatischen Rahmen dann natürlich mit Nordkorea was Ähnliches veranstaltet wird wie mit Iran und am Ende eine Aufgabe dieses Atommachts. Nordkorea bereit ist. Also das Ziel kennen wir, nicht? Und jetzt ist halt das, wer ist das Problem dabei? Wer hat in diesem Spiel oder in diesem harten Schlagabtausch bisher seine Rolle nicht erfüllt? China. Die große Frage ist, ob China endlich anfängt, internationale Verantwortung zu übernehmen, auch dann, wenn das bedeutet, zum Teil eigene Interessen hintanzustellen. Und das Ziel ist in der Tat, es ist ein diplomatisches Abkommen, wie wir es mit dem Iran haben. Nordkorea erklärt den Verzicht auf Atomwaffen, es gibt internationale Kontrolle. Und im Gegenzug können dann auch andere Dinge passieren, nämlich dass Sanktionen fallen, dass die Amerikaner ihre Präsenz zurückfahren. Und China und Russland haben ihre Rolle in den letzten Jahren nicht erfüllt. Wir haben seit Jahren UN-Sanktionen gegen Nordkorea. Noch bis ins letzte Jahr hinein ist der Warenaustausch zwischen Russland und Nordkorea und der zwischen China und Nordkorea gewachsen. Erst seit Trump droht, und ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Zumach, dass Sie gesagt haben, ich applaudiere nicht, ich analysiere nur nicht. Seit Trump droht, ist das Spiel auf einmal anders. Das ist eine sehr unbequeme Nachricht für uns hier in Europa. Wir sind es ja gewohnt, dass man sowas nicht tun darf, dass das verantwortungslos ist, mit Atomkrieg zu drohen, mit Handelskrieg zu drohen. Aber die unangenehme Nachricht für uns ist, in diesem Falle wirkt es. Dabei würde ich schon bleiben, dass Sie sagen, es wirkt, so weil China die Sanktionen erhöht hat. Ja, und weil China steht in der Tat vor dieser unangenehmen
vor dieser unangenehmen Entscheidung, welches von zwei schlechten Lösungen es gerne haben möchte. Entweder muss es jetzt wirklich Druck auf Nordkorea ausüben, weil die Amerikaner sagen, wir lassen uns das nicht gefallen. Das ist eine qualitative Veränderung, wie das Silke Tempel erklärt hat. Amerika konnte damit leben, dass Nordkorea kurze Mittelstreckenraketen entwickelt. Amerika konnte damit leben, dass die an Atombomben basteln. Solange sie das USA-Kernland nicht erreichen können, war das irgendwie managebar. Das ist anders. Kein amerikanischer Präsident, auch nicht Barack Obama oder wen auch immer wir gerne möchten, würde es sich gefallen lassen, dass Nordkorea Atomraketen entwickelt, die auf die USA zielen. Und das ist jetzt die Frage. Der Druck auf China ist, ihr müsst euch entscheiden. Entweder ihr löst das Problem oder wir werden es lösen. Und naja, wir werden es lösen bedeutet Krieg, bedeutet Wirtschaftskrise für China und dann bekommt China innenpolitische Probleme. Das sind alles sehr, sehr unangenehme und zum Teil unmoralische Fragen. Aber so hart wird dieses Spiel ausgehen. Sie sagen im Prinzip, die USA machen im Moment eine sehr rationale Politik. Ja, eine sehr rationale Politik. Nicht ganz. Aber es ist eine Drohung. Es ist natürlich mit einem Risiko behaftet. Nicht ganz. Weil wir natürlich nach wie vor das Problem haben, dass wir im Weißen Haus jemanden haben, der impulsiv reagiert, der unfähig ist, komplexe Dinge zu Ende zu denken und dann entsprechend auch zu handeln. Sich dann die entsprechenden Optionen vorlegen zu lassen. Und das, was wir mit Nordkorea haben, ist ein Problem, das es seit 25 Jahren gibt, das sich jetzt noch mal in einer ganz anderen Zündungsstufe buchstäblich eskaliert hat und das ein Langzeitproblem ist. Also es wäre ja schon sehr klug, mit dem Angebot rauszurücken und zu sagen, wir können das sehr gerne machen. Wir machen einen Deal. Ihr verzichtet, wir garantieren nichts mit Regime-Change. Sind die Chinesen nicht dran interessiert, die Südkoreaner nur bedingt. Wir gucken zu, dass wir die Sanktionen liften, also aufheben. Und ihr gebt euer Atomwaffenprogramm auf. Sollte man anbieten, meine Wette wäre, ich würde mein kleines Taschengeld darauf verwetten, dass die Nordkoreaner eher sagen, nö, haben wir keine Lust drauf, weil wir haben die ganze Zeit an unserem Atomprogramm beigebracht. So, die Frage ist, was macht man dann? Und dann geht es eben in eine komplexe Mischung, wo man Folgendes zugucken muss. Erstens, durchaus gute alte Abschreckung, so wie sie George Kennan, ein wirklich kluger Diplomat, mal nach 1945 vorgeschlagen hat. Im Grunde genommen herzugehen und zu sagen, wir brauchen Alliierte mit widersprechenden Interessen und da gehört China dazu. Ich würde China nicht die alleinige Last aufbürden, sondern ich würde sagen, Südkorea, Japan spielen eine riesige Rolle. Die USA und auch China haben Interesse daran, dass sie nicht selber auch nuklear aufrüsten, wäre wichtig. Und die USA wollen natürlich eine Präsenz, übrigens etwas, was Südkorea und Japan auch wollen. Es ist nicht nur so, dass es wegen Nordkorea so ist, sondern es gibt auch ein sehr starkes und immer selbstbewusstes China, was Südkorea und Japan und anderen Ländern nicht passt. Also in diesem Spiel dann nicht die komplexe Lage noch mal zu verstärken und sagen, da packen wir Handelskrieg noch mit rein, sondern mit denen zusammen durchaus zu verhandeln, aber auch Druck zu machen, aber schon auch so ein bisschen subversiv innerhalb noch Nordkoreas wirken. Lassen Sie uns mal dabei bleiben, ob das wirkt. Herr Zumach hat vorhin betont, dass es vor allen Dingen darum geht, um den eigenen Machterhalt. Ja, ich teile weder die Analyse noch die Schlussfolgerung. Es gibt von ihm eine Äußerung, wo er mal gesagt hat, mit Atomwaffen wäre Saddam Hussein und Gaddafi heute noch an der Macht. Das, warum sollte er unter Druck darauf verzichten? Genau. Naja, also wir müssen dann zurückgehen. Der Satz, es sei seit 25 Jahren ein Problem, stimmt ebenso nicht. Sondern wir müssen dann zurückgehen zu dem, was die Clinton-Administration 1994 gemacht hat. Nämlich mit Nordkorea ein Abkommen ausgehandelt und unterzeichnet in Genf, das in seinen damals veröffentlichten Teilen vier wesentliche Punkte hatte. Erstens kostengünstige Nahrungsmittellieferung, Energielieferung, Leichtwasserreaktoren für die Energieversorgung, die nicht militärisch nutzbar gewesen wären. In einem damals geheimen Zusatzprotokoll hat die Clinton-Administration Nordkorea eine Nichtangriffsgarantie gegeben. Das war für das Regime in Pyongyang das Wichtigste. Acht Jahre später, Präsident Bush in seiner Rede Januar 2002 erklärt, Nordkorea, Irak, Iran zur Achse des Bösen in dieser Welt, droht mit militärischen Präventivschlägen, lässt dafür auch Pläne ausarbeiten im Pentagon, inklusive des Einsatzes nuklearer Mittel. Also wenn ich der Diktator in Pyongyang gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, hätte ich das nur so interpretieren können, dass die Nichtangriffsgarantie von Clinton aufgekündigt wird. Und seitdem erst haben wir das Problem mit Nordkorea. Dann fängt Nordkorea wieder an, Uran anzureichern. 2006 fangen sie mit dem ersten Test an, kündigen ihren Austritt aus dem Nichtweiterverbreitungsvertrag an. Also wie wir es drehen und wenden, wir müssen irgendwo zu diesem Ansatz zurück. Ich glaube, vieles von dem, was die Diktatur in Pyongyang macht, ist geradezu ein Lechzen nach Anerkennung in gewisser Weise durch den bösen Feind USA. Das heißt, es muss neben der bisherigen diplomatischen Schiene, ja,
dem Sechserpack, also USA, Japan, China, Russland, Nord- und Südkorea, das ja im Moment nicht läuft, auch zumindest parallel eine bilaterale Schiene geben zwischen Washington und Nordkorea, um dahin zu kommen, wo wir das vorhin gemeinsam beschrieben haben. Ich bleibe bei der Behauptung, die Sanktionen, die es in den letzten jetzt 15 Jahren gegeben hat, haben ihre beabsichtigte Wirkung verfehlt. Auch Abschreckung in dem von Frau Tempel noch mal beschriebenen klassischen Sinne hat bisher nicht funktioniert. Und ich sehe eben nicht, Frau Tempel, dass es in künftig funktionieren wird. Selbst Sie haben selber vorhin sich widersprochen, oder Sie haben zu Recht gesagt, eine militärische Invasion oder Eingriff der Amerikaner sei ausgeschlossen, aus den uns allen bekannten Gründen, Gegenschläge der Nordkorea nach Seoul. Ja, das weiß aber auch der Diktator in Pyongyang. Deswegen dass Abschreckung nicht nur dadurch funktioniert, dass man den anderen Militärschläge androht. Das haben wir in 40 oder 50 Jahren des Kalten Krieges gesehen. Das ist ja nun nicht die einzige Form. Und ich würde dem auch widersprechen, es gibt viele Möglichkeiten der Abschreckung, die eben nicht nur mit militärischer Intervention zu tun haben. Und auch nach der Achse des bösen Rede, die nun wirklich nicht das diplomatische Meisterstück war einer Regierung, die ansonsten auch nicht sehr diplomatisch meisterlich gewesen ist, ist nämlich in Nordkorea genau nichts passiert. Sondern man hat sich in der Tat weiterhin auf die Erpressungsversuche Pyongyangs eingelassen. Und immer dann, wenn es scharf wurde und wenn mal wieder Lebensmittellieferungen fällig waren, dann hat man das getan, egal wie die Sanktion war, weil man die Nordkoreaner nicht hat verhungern lassen. Ja. Das weiß das Regime dort, das weiß der inzwischen dritte Kim Jong, der dort regiert. Und wir haben immer noch das gleiche Problem, dass dieses Regime lustig und unbeeindruckt weitermacht an seinem Atomprogramm. Deswegen sage ich ja, dass es eine langfristige Angelegenheit ist, in der man diesen ganz schmalen Grat gehen muss zwischen Sanktionen nicht ohne Bedingungen wieder aufzugeben. Das würde keinerlei Anreiz geben für dieses Regime, dann zu sagen, ach, wenn das so ist, wir wollten ja eigentlich nichts weiter als die Anerkennung durch die USA. Das halte ich im Grunde genommen auch für wishful thinking. Aber das erst in ein diplomatisches Gesamtpaket zu schnüren und zu sagen, wir bieten das an. Welche Sanktionen Da gibt es schon noch das eine oder andere. Woher kommen denn die Raketentriebwerke, mit denen jetzt die Interkontinental... Nein, sie kommen aus der Ukraine. Sie kommen nach allen vorliegenden Indizien aus einem Raketenwerk der Ukraine. Also, das russische Treibwerk RD-270, was, ob mit oder ohne Wissen und Zutun der ukrainischen Regierung, seit 2015 von Nordkorea erworben worden ist und sie jetzt in die Lage versetzt hat, eine Rakete über 5.500 Kilometer zu schießen. Das muss doch verhindert werden, aber doch nicht Nahrungsmittel, doch nicht Sanktionen, die die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung weiter. Ich habe das auch gelesen, das ist eine These. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand am Tisch verbindlich weiß oder ob wir es überhaupt wissen können. Das sind ja auch alles Geheimdienste. Aber die These gibt es von Renommier. Ja, das ist doch völlig... Wir lassen sie ja auch stehen, aber wir lassen auch mal, wenn es um Fakten geht, müssen wir einfach auch mal die Gegenposition zu Wort kommen lassen. Also, niemand weiß es mit 100%, außer den Leuten, die tatsächlich das bewegt haben oder die es benutzen. Wo wir relativ sicher sein können, und das ist ja eine beruhigende Situation erstmal, Nordkorea ist nicht in der Lage, selber mit eigenen Mitteln diese Reichweitenraketen zu produzieren, sondern es hat sich Feststoff-Raketentriebwerke bei den Russen besorgt und Flüssigstoff-Raketentriebwerke bei den Chinesen. Und möglicherweise ist die russische Connection eine ukrainische Connection, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob der russische Geheimdienst diese Information gestreut hat, das wissen wir alles nicht. Ist möglich, die russische Connection oder die ukrainische ist ziemlich sicher. Chinesischer Schmuggel ist auch sicher, hinter dem wiederum nicht die chinesische Regierung stecken muss. Sie kann es auch einfach nur geduldet haben. Aber erstmal halten wir fest, wir wissen gar nicht, ob die Nordkoreaner, wenn sie denn sanktioniert würden, wenn das Sanktionsregime endlich mal halten würde, überhaupt in der Lage wären, diese Raketen selber zu produzieren. Das ist doch erstmal gut. Aber wir reden doch über diese Güter und wir reden nicht über Nahrungsmittel. Ja, und Nahrungsmittel sind ja immer geliefert worden. Und das zweite Faktum, wo ich auch ein bisschen andere Sichtweise reinbringen möchte, die Nordkoreaner waren zu Verhandlungen bereit, sie haben nur um Anerkennung gebettelt und dann haben die Amerikaner das vermasselt. Es war doch ganz anders. Die Nordkoreaner brechen alle Verträge, die sie schließen. Aber doch 1994, nach der Rede von Bush. Lassen Sie mich doch gerade... Nein, 1994 zum ersten Mal, erstes Abkommen. Die sagen, sie können das mit den Atomsachen. Und dann wird ein Abkommen getroffen, weil die Koreaner sagen, wir brauchen die Atomtechnik für zivile Zwecke. Das ist ihre Ausrede. Daraufhin sagt die Welt, okay, ihr kriegt Leichtwasserreaktoren. Dann habt ihr euer Energieproblem gelöst. Und ihr unterschreibt, dass ihr an dem Atomprogramm nicht weiterarbeitet. Sie unterschreiben das, aber brechen dieses Versprechen. Lange bevor Bush
lange bevor Bush seine Rede Achse des Bösen hält, hat Nordkorea die Inspektoren rausgeschmissen, hat angedroht, den Atomwaffensperrvertrag nicht mehr zu unterzeichnen, beziehungsweise die Unterschrift. Es war 2003, und dasselbe Spiel, die Rede war 2002, und dasselbe Spiel kommt nochmal 2006. Jetzt, dasselbe Spiel kommt nochmal 2006, 2007 wieder. Das Abkommen, es wird ein Abkommen vorbereitet, die Koreaner geben das auf und bekommen im Gegenzug Öl und Lebensmittel. Wieder wird gebrochen und dann steigen sie aus. Das heißt, es ist anders als mit dem Iran. Wir haben es mit einem Regime zu tun, das alle Abmachungen immer wieder gebrochen hat. Das ist das Problem, wie kommen wir dahin? Und zu den Druckmitteln. Nordkoreas Handel läuft zu 90% über China. Aber wenn China wollte, es nimmt keine Arbeitskräfte mehr aus Nordkorea, Devisenbringer. Ja, es kauft keine Kohle mehr in Nordkorea, Devisenbringer. Es liefert Nordkorea nichts mehr. In dem Augenblick wenn es das gäbe, nicht? Also wenn wir zu den Sanktionen, kämen. Genau, aber Öl ist ausgeschlossen, wenn ich sage. Kann man also es wäre möglich, mit Wirtschaftssanktionen dieses Regime in die Knie zu zwingen. Und jetzt sagen die Chinesen, das könnt ihr von uns nicht verlangen, dann wird es für uns so wahnsinnig schwierig, dann gibt es Millionen Flüchtlinge und so weiter. Und das ist doch die schwierige Situation, dass ein amerikanischer Präsident oder wer auch immer in Amerika sich überlegen muss, wie kriege ich die Chinesen dazu, die den Hebel haben, den endlich einzusetzen, obwohl wir wissen, dass sie das nicht wollen und warum sie das nicht wollen. Aber Herr von Marschall, jetzt wird es doch interessant zu gucken, und da würde ich auch gerne noch mal mich darauf beziehen, was Silke Temple gesagt hat. Die USA, die westliche Welt, die vernünftige Welt, würde ich in dem Fall sogar sagen, braucht Bündnispartner. Mhm. Und jetzt so einen massiven Druck aufzubauen gegenüber China, ob das wirklich dazu führt, was man in dieser verfahrenen Situation braucht, nämlich sich wieder an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, was hilft allen. Übrigens, by the way, auch den Menschen in Nordkorea, über die nie gesprochen wird. Ne? Es geht immer über geopolitische Interessen, aber dass man einfach auch mal guckt, wie es den Menschen vor Ort geht, kann man sich, finde ich, dann in so einer Situation ab und zu auch mal fragen. Aber da so einen massiven Verbaldruck aufzubauen und mit den Flügel zu schlagen, wie Donald Trump das jetzt gegenüber China macht, führt doch diplomatisch nicht wirklich weiter. Doch, und natürlich ist Beschluss des UN-Sicherheitsrats. Aber wir wissen doch zum Beispiel auch, dass wenn zum Beispiel kein Öl mehr geliefert wird, dann könnte Öl, Putin ist da durchaus bereit, auch über Russland nach Nordkorea geliefert werden. Das ist ja nicht so einfach, dass es einzig und allein an China liegt, wie das mit Nordkorea weitergeht. Das ist doch einfach zu schlicht. Nicht unwesentlich. Es ist wichtig, da haben wir ja auch alle gesagt, genau. Aber also so einfach geht es einfach nicht, dass China sagt, gut, aber ich glaube, das war Konsens in der Runde, wenn ich das mal festhalten darf, dass China jedenfalls, wenn es um Sanktionen geht, den Schlüssel in der Hand hat, Druck auf Nordkorea. Ja, nur die Frage, ob China wirklich den Einfluss hat, den jetzt der erhofft wird von ihnen, würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Also selbst wenn es diese Sanktionen alle so umsetzen würden, wie das ja jetzt auch angekündigt ist, ob das wirklich die Politik dieses Regimes verändert. Wir haben so ähnlich zehn Jahre gegen Irak gehabt, mit fürchterlichen Folgen für die Zivilbevölkerung. Ja. Saddam Hussein hat weiter in seinen goldenen Palästen gesessen. Also ich frage mich, aber Herr Zumach, lassen Sie uns an der Stelle das mal vertiefen, weil Frau Pohl das ja auch schon angefordert hat. Wir haben noch nicht geguckt, einen Blick auf die Lage in Nordkorea. Sie haben eben die Parallele zum Nahen Osten gezogen. Kann man das vergleichen? Ist Nordkorea nicht in einer Lage, wo die Bevölkerung derart dahin darbt? Hungersnöte, Armut, pur? Es gibt beides natürlich. Es gibt ein Wirtschaftswachstum von 5% im letzten Jahr. Es gibt den Zuwachs des Handels mit China um 37% im ersten Quartal dieses Jahres. Es gibt in den Städten neu jetzt Supermärkte, die relativ gefüllt sind. Es gibt innerhalb des sozialistischen Systems durchaus sowas wie marktwirtschaftliche Konkurrenz zwischen Staatsunternehmen. Auf dem Land sieht es sehr viel anders aus. Mhm. Also es ist kein eindeutiges Bild. Ein entscheidender Unterschied ist, dass Nordkorea auch in der ganzen Zeit des Kalten Krieges sich ja dagegen verwahrt hatten und voll unter den sowjetischen Einfluss zu kommen und nur mit denen zu handeln und abhängig zu werden, sondern sie haben immer auf Eigenständigkeit bestanden und sind in der Lage, sehr viele Produkte des täglichen Bedarfs jetzt für die eigenen Bürgerinnen herzustellen. Also sie sind relativ autonomer, auch deswegen möglicherweise nicht so verletzlich durch internationale Sanktionen. Ja, aber trotzdem gibt es Millionen von Menschen, die verhungern. Es gibt Arbeitssklaven, die nach China verkauft werden, die nach Russland verkauft werden. Die Situation, wir hatten in einer Sendung in der Deutschen Welle eine Südkoreanerin, das war auch interessant übrigens, eine junge Frau mit 20er Jahre, die auch mal die Perspektive von Südkorea, von der Nachkriegsgeneration
Generation, die den Krieg nicht mehr selber miterlebt, haben sozusagen uns erklärt hat. Und die sagt, auch wir in Südkorea, gerade wir, The Next, die junge Generation, wir haben auch ein Interesse daran, dass es da eine Annäherung gibt. Das, finde ich, muss man in dem ganzen Komplex einfach auch mit bedenken. Aber die Situation von weiten Teilen der Bevölkerung, glaube ich, da dürfen wir uns jetzt auch die jüngsten Zahlen des Wirtschaftswachstums nicht drüber hinwegdeuten. Die ist einfach furchtbar. Absolut. Und deswegen glaube ich, das Regime eine stringente Sanktionspolitik Chinas beispielsweise überleben? Das können wir alle nicht so ganz genau wissen. Ich glaube, das, was beispielsweise dieses ganze Thema von außen einen Regime-Change zu wollen, völlig ad absurdum führt, ist unsere Erfahrung, dass wo immer das versucht worden ist, absolut, wir keine Ahnung hatten, was tatsächlich innen wirklich stattgefunden hat. Und Sie schildern das zwar irgendwie so schön, Herr Zumach, aber wenn wir ganz ehrlich sagen, wissen wir ganz genau, die größte Blackbox, die wir haben, ist Nordkorea. Wir können einiges wissen von den Wachstumsraten, aber wenn man von ganz unten anfängt, sind die Wachstumsraten dann schon immer nicht so ganz beeindruckend. Wir wissen, dass das Regime auch aus Selbsterhalt so etwas angefangen hat, was auch das kubanische Regime gemacht hat. Da macht halt mal ein bisschen Marktwirtschaft. Und das, was Deng Xiaoping in China gemacht hat, reich werden, ist dann doch nicht so ganz schlimm. Man weiß aber Sie nicht, wer 20% davon. 20% von nichts natürlich ist immer noch 20% von nichts ist immer noch nicht viel. Mhm. Aber wir wissen auch nicht, wer von diesen Mini-Öffnungen profitiert. Das kann sein, dass es Leute sind, die dem Regime nahestehen. Das kann sein, dass es Leute sind, die sich dann zu kleinen Mini-Regime-Gegnern oder zumindest weniger großen Opportunisten mausern. Das wissen wir alles nicht. Und das macht ein Anschubsen von außen so unglaublich gefährlich. So, und das sehen die Chinesen natürlich auch. Mhm. Was würde Regimeerhalt dienen? Ich glaube, dieses Regime, das haben wir über Jahre und Jahrzehnte gesehen, würde erstmal alles tun, um an der Macht zu bleiben. Atomwaffe hin oder her. Es lässt seine Bevölkerung hungern. Es lässt die Leute buchstäblich Gras fressen. Es erpresst, um irgendwie ein paar Reislieferungen zu bekommen. Das muss man eben mitbedenken, wenn man sich anguckt, wie man damit umgeht. Deswegen glaube ich, dass eben so eine lange, geduldige, durchaus entschlossene auf Diplomatie und ein paar wichtige, Druckmittel setzende Kombination von Politik das Richtige ist. Sie haben auch dafür plädiert, andere am Tisch auch, zu sagen, hilfreich können nur konsequente Sanktionen sein. Der Schlüssel liegt bei China. Heißt das nicht auch, dass man das in Kauf nimmt, dass die Bevölkerung dann noch mehr darbt als bisher? Die Sanktionen, das ist immer ein Punkt, der bei Sanktionen ein richtig schwieriges Thema ist. Deswegen sage ich auch, es muss ein Set von verschiedenen Maßnahmen sein. Durchaus mit einem Erstangebot von Diplomatie. Mal sehen, ob es die Nordkoreaner annehmen. Wenn es die Nordkoreaner nicht annehmen, wären die Chinesen sehr viel bereiter, meine ich, zu sagen, dann müssen wir es härter machen. Und dann genau zu gucken. Und das hat durchaus den Iran schon an den Verhandlungstisch gebracht, wenn man sich über Sanktionen Gedanken macht, die sagt, was trifft am meisten dieses Regime? Ja, wir können natürlich tatsächlich Reis liefern. Das ist eine humanitäre Angelegenheit, Lebensmittellieferungen. Aber zuzugucken, zu sagen, Moment mal, Russland, China haben eigentlich alle größtes Interesse daran, dass an den Interkontinentalraketen nicht weitergebastelt wird, dann trifft das ganz andere Mittel, von denen der durchschnittliche Nordkoreaner weder was hat noch was nicht hat. Aber Frau Tempel, was trifft das Regime? Das ist doch die große das Frage. Das Regime trifft ja schon, alles, was Technologie betrifft. Die verrecken. Natürlich. Das ist, glaube ich, auch im Gegensatz. Aber das Regime trifft Ländern, alles, was Technologien betrifft, die in irgendeiner Weise zu seiner Bewaffnung. Also ich meine, Sie haben ja auch keine Rüstungsindustrie, die jetzt von alleine diese hochgradige konventionelle Hochrüstung ermöglicht. Sie haben offensichtlich Techniker, die sehr gut ausgebildet sind. So, und dann, auch in China, und dann wird man eben gucken müssen, Sanktionen sind nicht nur Waren, Sanktionen sind auch Finanztransaktionen. Mhm. Da gibt es einiges, was durchaus möglich ist. Lassen Sie uns mal, weil Sie die Rüstungsindustrie, Herr von Marschall, dabei bleiben. Man muss das vielleicht ja auch mal erwähnen. Nordkorea ist ja so ein bisschen, über Preußen wurde das mal gesagt, es ist kein Staat mit einer Armee, sondern eine Armee mit einem Staat. Ein bisschen gilt das ja für Nordkorea. Auch 1,2 Millionen Menschen unter Waffen, ein Land, das wirtschaftlich dahin darbt, aber sich einen riesen Militärapparat leistet. Wie kann das überhaupt funktionieren? Wie schaffen die das? Also erstmal sind die ziemlich hermetisch abgeregelt und es gibt eine relativ große Kontrolle darüber, wie die Wirklichkeit dargestellt wird, über das Fernsehen und so weiter. Und da gibt es auch noch nicht, soweit wir das wissen alles überhaupt, gibt es noch nicht so wahnsinnig viel Gegeneliten, die sich über Internet oder sowas informieren können. Und jeder, der sich als Regimegegner zu erkennen gibt, riskiert, umgebracht zu werden. Auch das muss man vielleicht mal dazu sagen. Jeder neue Diktator, das ist ja eine erbliche Diktatur, hat erstmal seine Halbbrüder und Vettern umgebracht. Wir haben das gerade erlebt, wie Kim Jong-un in Malaysia einen Halbbruder umgebracht hat. Also es wird dort wirklich ganz hart gemacht. Und das Militär, die Ordnung, ist sozusagen das Überlebensregime, Überlebensgarantie. Und genauso ist aus der Sicht eines Kim Jong-un die Atomwaffe
ist sozusagen die Nicht-Angriffsgarantie. Mir kann keiner. Das ist alles von der Psychologie, alles völlig verständlich. Aber ich wundere mich ein bisschen über diese Entwicklung der Debatte, dass wir jetzt sagen, naja, also Sanktionen besser nicht. Wir wissen ja nicht, ob das funktionieren kann. Wir müssen versuchen, dass es funktioniert, damit es nicht zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Das ist sozusagen das schlimmere Übel, das man verhindern muss. Und ich möchte einfach mal feststellen, dass vor wenigen Tagen der UN-Sicherheitsrat einstimmig diesen Weg beschlossen hat. Aber lassen wir doch die Debatte so differenziert führen, dass es weiterführt. Wir sind uns, glaube ich, hier alle einig, dass jegliches Instrument, was diesem nuklearen oder Raketenprogramm förderlich ist, jegliche Ware, endlich nicht mehr dorthin geliefert werden darf. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da ist doch die große Frage, warum es bisher nicht gelungen ist, auch befreundete Länder, und ich bleibe bei der Ukraine, mit sowjetisch gebauten Raketentriebwerken, dazu zu kriegen, dass sie dafür sorgen, dass das aus ihrem Land nicht mehr geliefert wird. Da fängt es doch mit an. Aber über die anderen Sanktionen... Ich würde erst mal China und Russland erwähnen, bevor ich auf die Ukraine komme. Ich verstehe den Punkt mit der Ukraine nicht. Das kann sein, dass die auch was geliefert. Silke Tempel hat es doch gesagt. Es geht um Devisen, es geht um Techniker und es geht um gelieferte Rüstungsgüter. Wenn wir das unterbinden diese können, Rüstungsgüter, so. Genau. Also, und die werden Ukraine, die Hauptlieferer und Haupthandelsnachricht, die Ukraine noch mal aufmachen, hatten wir schon hinter uns. Aber wir müssen in dieser Sendung über ein Land noch reden, das massiv betroffen ist, das wir noch gar nicht diskutiert haben. Die Rolle Südkoreas in dem ganzen Konflikt, Frau Pohl. Genau, also ich habe es vorhin kurz angedeutet. Ich glaube, das ist extrem wichtig, da drauf zu gucken, was auch da die Bevölkerung will. Und natürlich auch, finde ich auch wichtig zu gucken, wie sich da die Generationen, Ansprüche und auch Einschätzungen verändern, dass es eine große Bereitschaft gibt, der nächsten, der jüngeren Generation auch zu gucken, was verbindet uns mit dem Partner. Also die haben auch keine Lust mehr, da so als isolierter Zipfel unten dran zu hängen. Mhm. Das ist sicher eine große Frage. Aber dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass innerhalb Südkoreas ein unglaublich labiles, korruptes, letztendlich Regime ja auch regiert, die ganz große Probleme haben, im Moment demokratisch wirklich wirkmächtig zu sein. Also das ist ganz bestimmt auch nicht der stabile Partner, glaube ich, den sich viele vorstellen. Mhm. Na gut, aber der neue Präsident hat ziemlich deutlich zu seinem Amtsantritt gesagt, er möchte, Zitat, Cooperation and Engagement mit dem Norden. Und er hat sich jetzt im Zuge der aktuellen Debatte mit Reaktion auf Trumps Äußerung, glaube ich, sehr deutlich geäußert, dass sie keinen Krieg wollen, dass sie auch keinerlei militärischen Maßnahmen der USA zustimmen wollen. Ich denke so ein bisschen zurück an das, was mal die südkoreanische Sonnenscheinpolitik genannt wurde, die ja auch ein Versuch war, hier nun endlich zu einer Entspannung zu kommen, bis dahin einen Friedensvertrag zu schließen, den es ja bis heute nicht gibt, vom 53er Krieg. Und ich denke, auch das kann man nur unterstützen, auch von außen nur unterstützen. Absolut. Auch durch Deutschland, die EU, über die werden wir auch noch reden, welche Rolle die EU vielleicht hier spielen können. Dann machen wir das doch gleich mal. Ja. Welche Rolle kann Europa spielen? Also ich finde... Bislang ja noch keine große. Doch, könnte natürlich. Bislang, spielt keine große. Bislang spielt es leider noch keine große. Was könnte Europa in diesem Konflikt bewirken? Also erstmal geht es darum, noch mal klarzumachen, was die Interessen Europas sind und warum es so bedauerlich ist, dass es da noch keinerlei größeren Strategie-Debatte darüber gibt. Das geringste Interesse, das wir haben können, auch als Deutschland, ist in irgendeiner Weise auch ein Handelsstreit zwischen China und den USA. Das sind genau die zwei Fronten, zwischen die wir nicht kommen wollen. Wir haben enorme Interessen daran. Bei aller Nicht-Sympathie für das chinesische Regime, die wir haben möchten, ist es vollkommen klar, das ist nicht etwas, was in unserem Interesse liegt. Das heißt, das, was ich am Anfang gesagt habe, durchaus ein diplomatisches Angebot zu machen, zu gucken, ob es funktioniert, das auch ernst zu meinen und dann doch einen Plan B in der Hosentasche zu haben, ist nicht das Geringste. Und dazu würde durchaus gehören, der Plan B wäre das, was ich eben vorhin gesagt habe, dann in der Tat zuzugucken, dass man auf internationaler Ebene, nachdem man Diplomatie versucht hat, genau diese Art von Sanktionen, die das Regime trifft, genau diese Art von Abschreckung, die selbstverständlich heißt, dass man Südkorea in eine sichere Position versetzen muss, dass man Japan in eine sichere Position versetzen muss, dass die USA da durchaus präsent wären. Deswegen wäre ich nicht dafür, dass man im Grunde genommen die Manöver da abstellt, sondern ich sehe das durchaus als Mittel, um zu zeigen, wir werden auf unsere Alliierten schon auch aufpassen. Und das ist eben, und das macht es so schwierig mit dieser Regierung in Washington, das sind Dinge, die enorm subtil gespielt werden müssen, weil sie so miteinander vernetzt sind. Und zu diesem diplomatischen Angebot gehört durchaus, dass man Südkorea unterstützt darin in einer Outreach-Politik. Wir haben größtes Interesse daran, dass es irgendeinen Kontakt in die nordkoreanische Gesellschaft gibt. Bleibt noch mal bei dem europäisch-amerikanischen Verhältnis, weil Sie es angesprochen haben, Herr von Marschall. Gibt es überhaupt sowas wie
eine Abstimmung zwischen Europa und den USA derzeit in dieser Konfliktfrage? Also nicht breit und organisiert. Natürlich, Sie können das den Gesprächs, den Informationen über die Telefongespräche, die Trump regelmäßig mit Frau Merkel führt, die er mit den Franzosen führt, die er mit den Briten führt, entnehmen. Es wird darüber gesprochen. Aber Europa hat hier keine strategische Rolle. Ich sage nicht, es sollte keine haben, sondern de facto hat es keine. Wenn, ist das Forum, sind die 6-Parteien-Gespräche, an denen die USA, China, Japan, Südkorea beteiligt sind. Also das, was wir hier in Europa mit den Amerikanern und China und Russland mit dem Iran gemacht haben, machen dort ohne Europa die asiatischen Verbündeten der USA, Japan und Südkorea gemeinsam dann eben mit Russland und China. Und das Letzte, es ist ja eine vergleichbare Situation wie Deutschland im Kalten Krieg. Das sollten wir, glaube ich, verstehen können. Die Südkoreaner haben genauso wenig Interesse, dass das explodiert, wie die Deutschen ein Interesse hatten, dass der Kalte Krieg hier explodierte. Natürlich sind die treibenden Kräfte, dass es zu einer diplomatischen Lösung kommt. Aber zu der diplomatischen Lösung gehören Drohungen. Ohne die wird es nicht dazu kommen. Ein Aspekt noch, glaube ich. Nee, nicht einen neuen Aspekt. Nee, Ihr Fazit. Ja. Wie kommt man aus dieser Situation am besten raus jetzt? Wir haben alle Aspekte beleuchtet, aber was konkret aus Ihrer Sicht wären die nächsten Schritte, die passieren müssen, wenn wir einer militärischen Eskalation entgehen wollen? Gespräche suchen, Gespräche suchen, Gespräche suchen. Und ich glaube, ganz wichtig, sich immer bewusst zu machen, dass China auch nicht das Land ist, was es sozusagen, oder sozusagen Peking alleine bestimmen kann, was an dieser 100 oder 1000 Kilometer langen Grenze passiert. Einfach die Komplexität betrachten. Mhm. Und bei Sanktionen einfach die Bevölkerung nicht außer Augen lassen, nicht außer Acht lassen. Weil wir wissen auch, je mehr sozusagen dieses Land implodiert, je größer der innenpolitische Druck wird, da ist dann natürlich Kim Jong-un nicht der Erste, desto größer wird die Drohung nach außen. Dankeschön. Ich danke der Runde für die engagierte und lebhafte Diskussion. Wir sind am Ende des Presseclubs angelangt. Hier geht es jetzt weiter im Ersten mit dem Europa-Magazin und dem Presseclub nachgefragt. Den gibt es wie immer auf Phoenix. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank nochmal an die Runde. Ihnen allen einen schönen Sonntag und tschüss. Ich begrüße Sie zum Presseclub nachgefragt auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Und jetzt sind Sie dran, unsere Zuhörer, unsere Zuschauer, mit Ihren Fragen an meine Gäste. Und wir haben bereits mehrere Anrufer und wir gehen zunächst nach Hamburg. Dort ist Hartwig Benzler am Telefon. Schönen Gruß nach Hamburg, Herr Benzler. Und Sie sind dran. Ja, schönen guten Tag. Ich gestehe, ich bin etwas verwirrt von der ganzen Thematik, denn auf der einen Seite ist doch, also militärisch, aber auch wirtschaftlich gesehen, Nordkorea gegenüber den USA doch, na wie soll ich sagen, eine Mücke gegenüber einem Elefanten. Also ich gucke mir gerade mal die Wirtschaftsleistung an. 18 Milliarden Dollar BIP, 18.000 Milliarden BIP. Andererseits heißt es doch immer, Korea wäre quasi so ein Terrorstaat, wo die ganze Bevölkerung da hat. Also das Übelste vom Übelsten auf der Erde. Also was ist da jetzt das Ganze Problem eigentlich, denn auf der einen Seite müsste man auch sagen, wäre doch schön, wenn dieses Regime da beseitigt wird. Andererseits müsste es doch für die Amerikaner eine Leichtigkeit sein, die da militärisch, Entschuldigung, da hinwegzufegen. Also was ist da der tiefere Sinn des ganzen Problems da? Das verstehe ich nicht so richtig. Dankeschön, Herr Benzler. Die Mücke und der Elefant. Frau Templer hat sich schon als Mückenexpertin angeboten. Also erstmal, eine Mücke kann man, wenn man erstmal eine Stechmücke im Schlafzimmer gehabt hat, weiß man, wie störend das sein kann. Und eine Mücke kann Malaria verursachen. Wenn ich irgendetwas gelernt habe in den vergangenen 20 Jahren, dann war das doch, wie durchaus störend Störer sein können, auch wenn sie über nicht so große Mittel verfügen. Und richtig, Nordkorea hat nicht große Wirtschaftskraft, aber es ist eine Atommacht und es hat ein paar 50.000 Kontinentalraketen, die Richtung Südkorea gerichtet sind und die enormen Schaden anrichten können und wirklich, wenn es angreifen sollte und wollte, dort 100.000 Menschen töten kann. Das heißt, da wird man schon sehr vorsichtig mit umgehen. Und deswegen ist die Idee, dort einfach einen Regime-Change zu machen und da reinzugehen und zu sagen, die beseitigen wir, keine so gute. Denn das wird nicht ohne sich wehren gehen. Das verursacht enorme Schäden, die man vermeiden will. Und ich glaube, dass solche Regimes auf Dauer, wenn man strategische Geduld hat, Risse haben, die intern sind. Und die irgendwann mal zum Tragen kommen. Das hatten wir uns 1949, 50 mit Beginn des Kalten Krieges auch nicht vorstellen können. Und guess what? Diese
Regimes sind an ihren eigenen Widersprüchen zugrunde gegangen am Ende, aber auch an der Entschlossenheit von außen. Diese Kombination ist, glaube ich, etwas, was durchaus wirkt. Südkorea ist hochverwundbar, Seoul als absolut, und nicht nur Südkorea, auch Japan ist hochverwundbar. Das heißt aber auch, alles, was Frau Tempel gesagt hat, dass die Amerikaner keine ernsthafte militärische Option haben, weil sie nicht in der Lage sind, mit einem ersten oder auch zweiten Schlag all die vorhandenen konventionellen Kapazitäten der Nordkoreaner auszuschalten. Und deswegen ist diesen vernichtenden Gegenschlag gegen Südkorea. Das hat der scheidende Berater Bannon, Trump, nicht? Bannon, auch gesagt, Tote. Vergessen ja. Sie es mit der militärischen Lösung. Wir gehen nach Wuppertal. Ramsey Derbent ist am Telefon. Schönen Gruß nach Wuppertal und Ihre Anmerkung, Ihre Frage zu unserer Diskussion, bitte. Ja, danke. Ich möchte die Herrschaften erst einmal daran erinnern, dass es mal zwischen den jetzigen Parteien vor etwa 60 Jahren einen Krieg stattgefunden hat. Südkorea und USA auf der einen Seite, China und Nordkorea auf der anderen Seite. Und seit der Zeit, das ist ja zurzeit noch Waffenstillstand, kein Friedensvertrag. Und seit der Zeit warten wir darauf hier im Westen, dass dieses Regime runtergeht. Das wird nicht der Fall sein und durch welches Zwang auch immer wird es nicht dazu kommen. Das ist das eine. Das andere, das was meine Frage betrifft, ist, jetzt ist ein Embargo verhängt worden. Angenommen, wenn das Regime tatsächlich in eine sehr große Schwierigkeiten hineinrudelt, wird es denn etwa angenommen von den Journalisten wie sonstigen, dass dieses Regime durch dieses Embargo ton- und klanglos sich runtergehen lassen würde, oder aber liebe meinetwegen in Südkorea angreifen, da ist der Krieg, auf der einen Seite wieder China, also, auf der anderen Seite USA. Herr Derbent, wir haben verstanden. Ihre Frage ist, wenn ich es richtig zusammenfasse, wenn denn ein Embargo Sanktionen wirken, würde Nordkorea einknicken oder würde es nicht dann, gerade dann, eine militärische Auseinandersetzung in der Region provozieren? Frau Pohl, möchten Sie? Das ist die Kernfrage. Also wie weit kommt man mit Sanktionen und was passiert, wenn Kim Jong-un im Zweifelsfall sogar sein eigenes Volk opfert, sozusagen nicht unterzugehen? Das ist eine Frage, ich glaube, da müssen wir uns hier an dem Tisch auch einig sein, so unberechenbar ist dieser Mensch. Insofern ist es die Kernfrage, wie weit man mit Sanktionen kommt. Es gibt schon seit längerer Zeit Sanktionen, das haben wir ja auch schon angesprochen. Die werden jetzt verschärft, aber nicht hundertprozentig eingehalten. Die Frage ist, solange Russland nicht mit im Boot ist und da gibt es so einen kleinen Zipfelgrenze und darüber dann Güter einführt, vor allen Dingen das ganz, ganz wichtige Öl, ist es eben auch schwierig, wenn China konsequenter noch sich an diese Sanktionen hält. Mhm. Die Hamburger sind heute besonders aktiv, offenbar. Sekunde. Da sind wir bei Frauke Schmitz, erneut in Hamburg. Frau Schmitz, Sie sind dran. Guten Tag. Herr Zumach hatte es ja kurz angesprochen, dass es seit 64 Jahren nur einen Waffenstillstand gibt, und zwar am 38. Breitengrad, wo auch die Amerikaner noch quasi bis an die Zähne bewaffnet stehen. Und die Südkoreaner, vor allen Dingen die jungen Menschen, fühlen sich wie unter einer Besatzungsmacht. Wäre es, und das ist meine Frage an Herrn Zumach und Frau Pohl, nicht endlich an der Zeit, dass die UNO sich dafür einsetzt, dass die damaligen Kriegsmächte an einen Tisch gerufen werden, damit Gesamtkorea endlich einen Friedensvertrag bekommt? Ich bin der Meinung, das war letzten Sonntag beim Internationalen Presseclub von der südkoreanischen Journalistin angesprochen worden, dass dann wahrscheinlich auf der koreanischen Halbinsel vieles leichter werden würde, weil dann Gesamtkorea endlich Frieden bekäme und nicht mehr unter einer Besatzungsmacht stände. Das ist meine Frage. Vielen Dank, Frau Schmitz. Und naja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich die Lösung nur dann sehe, wenn es ein Angebot gibt, auch an dieses Regime, was ihm erlaubt, ich nenne es mal mit Gesichtswahrung, dann auch an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und das kann
neben dem Sechser-Rahmen, der ja beschrieben worden ist, nur auch ein wie auch immer gearteter bilateraler Nebenkanal sein mit Washington. Der muss gar nicht für uns alle erkennbar öffentlich stattfinden. Der kann meinetwegen, wie schon mal vor Jahren versucht, auch in einem Berliner Hotel stattfinden. Aber ich glaube, ohne das wird es die erhoffte Entspannung nicht geben. Und im Endstadium einer solchen Deeskalation und vielleicht auch politischen Lösung, die wir ja beschrieben haben, muss sicher auch stehen ein Friedensvertrag. Ich will noch sagen, selbst der Waffenstillstand ist ja nur ein realer. Nicht mal ein Waffenstillstandsabkommen ist bis heute von beiden Seiten unterschrieben. Aber ein Friedensvertrag, der dazu führt, dass wir ein demilitarisiertes Gesamtkorea haben, mit Sicherheitsgarantien der beiden hier wichtigen Großmächte, das sind die Amerikaner und die Chinesen, wäre natürlich anstrebbar. Und dann käme es auch, dann gäbe es auch die Chance für einen Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern. Ob das dann Wiedervereinigung heißt, unter welchen Kautelen, kann man noch mal extra diskutieren. Aber der Friedensvertrag ist wichtig. Das wäre aber nicht ganz unwichtig, wenn ich das noch sagen darf, weil ein Friedensvertrag wirklich nur dann stattfinden kann, wenn man das auch hinkriegt. Und noch mal zu dem vorhin, das muss in einem Gesamtpaket, das man erstmal anbietet, natürlich mit dabei sein, die Möglichkeit auf einen Friedensvertrag. Ich warne nur davor, sich darauf zu verlassen, dass das schon angenommen werden würde, weil die bisherige Bilanz dieses Regimes heißt, wir haben eigentlich nichts dergleichen angenommen, weil es am Ende immer heißen würde, dass das dann doch ein Regime-Change ist. Und das ist genau das, was dieses Regime eben nicht will. Wir gehen nach Witten. Dort ist Klaus Weinhold am Telefon. Grüße, Herr Weinhold. Guten Tag. Ich hätte gerne meine Frage an Frau Ines Pohl von der Deutschen Welle gerichtet. Und zwar möchte ich den Fokus mal wieder auf Amerika und Herrn Trump richten. Auslöser dieser ganzen angespannten Situation ist ja dieses apokalyptische Drohen von Herrn Trump. Und wenn ich dann jetzt einmal das zusammenfasse mit dem politischen absoluten oder desolaten Verhalten, abhanden kommen aller politischen Berater, also keine Linie mehr in der Politik drin ist, und einfach mal vermute, dass passieren kann, dass ein verbales Gespräch, verbale Drohung wird sich eskalieren. Und dann, wenn ich noch hinzunehme, die Nichterfüllung seiner Wahlversprechen und dann das erhebliche Machtpotenzial, was diesem Mann ja an die Hand gegeben wird durch das rote Telefon, dass ja eines Tages er von sich ablenkend eben doch etwas auslöst, was uns alle in Angst und Schrecken versetzen könnte. Ich glaube, den Fehler dürfen wir nicht machen, zu sagen, dass der Verursacher Donald Trump ist. Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, hat reagiert auf die Atomtests, auf die Atomwaffentests von Kim Jong-un. Also ich glaube, das muss man festhalten. Bei aller Kritik und auch bei aller Sorge, die sich um Donald Trump natürlich ranken und auch berechtigt geäußert werden, Auslöser ist in dem Fall Pyongyang, Nordkorea und nicht Donald Trump. Dass natürlich ein Präsident, der so irrlichtert, heute Nordkorea bedroht, am nächsten Tag mit militärischen Interventionen gegenüber Venezuela droht, dass der besorgt. Das ist richtig. Und auch das Abhandenkommen vieler seiner Berater einen dann doch irgendwie ein bisschen unsicher macht, das ist alles richtig. Aber ich glaube, da müssen wir einfach präzise bleiben in der Analyse. Also ich teile das völlig, aber ich will doch hinzufügen, der Effekt, dass man durch Zuspitzung eines außenpolitischen Konfliktes von erheblichen innenpolitischen Problemen ablenken kann, den haben wir auch bei Trump. Absolut. Er hat das in der Syrien-Geschichte ja schon einmal erfahren. Nach dem Raketenbeschuss des syrischen Luftwaffenstützpunkts im April schnellten seine Umfragewerte hoch. Alle, die ihn bisher kritisiert haben, stellten sich hinter ihn. Also die Gefahr, dass wieder zu nutzen für sich, ist natürlich immer da. Stimme ich Ihnen auch 100% und bei Kim Jong-un die ganze Zeit, nicht? Bitte? Kim Jong-uns Drohungspolitik ist nichts natürlich anderes als ein einziges Ablenken von seinen politischen Problemen. Das habe ich Problemen vorhin gesagt, so ganz genau. Ja. Entschuldigung. Wir gehen nach Euskirchen. Stefan Dietz ist am Telefon. Grüße Sie, Herr Dietz. Ihre Frage bitte. Ja, guten Tag in die Runde. Meine Frage ist, mit welcher Berechtigung sind wir alle der Ansicht oder scheinen wir alle der Ansicht zu sein, dass Nordkorea nicht Atommacht werden darf und dass das nicht gelingen darf, aber rundherum um Nordkorea sind alle wesentlichen anderen, einschließlich China, Sowjetunion, USA und andere mehr, Atommächte. Mit welcher Berechtigung schreiben wir uns
das moralisch Gute zu, also den westlich orientierten und westlichen, und dem bösen Koreaner das Böse und trauen ihm im Wesentlichen zu, dass er dann auch von der einmal gewonnenen Atommacht gebraucht. Herr Dietz, wir haben verstanden, es geht um die Frage, wer darf Atommacht sein, wer nicht. Indien, Pakistan haben auch Atombomben. Ich würde es jetzt mal von der Moral wegnehmen. Also es ist natürlich eine gewisse Ungerechtigkeit da drin, wenn man bedenkt, wie das zunächst entstanden ist. Die Mächte sind Atommächte und heute durch den Nichtverbreitungsvertrag auch sanktionierte oder legitimierte Atommächte, die sie eben als erstes hatten. Mit eigenen Mitteln oder auch mit fremden Mitteln. Also das sind die fünf Mächte, die im UN-Sicherheitsrat natürlich vertreten sind. Und dann gibt es eine ganze Menge andere, die in einigen Beispielen selber den Nichtverbreitungsvertrag unterschrieben haben, also sich dazu verpflichtet haben, Atomkraft nur friedlich zu nutzen und dann aber heimlich an einem militärischen Programm gearbeitet haben. Und das macht es enorm schwierig. Und wenn ich sage, wir müssen das von der Moral und von der Berechtigung wegkriegen, dann würde ich es gerne in den Bereich Interessen kriegen. Wir haben alle ein Interesse daran, dass Atomwaffen so wenig weit wie möglich verbreitet werden. Und schon erst recht haben wir ein Interesse daran, dass Atomwaffen nicht in den Händen von Regimes sind, die sie zum eigenen Regimeerhalt nutzen und so skrupellos sind, wie sie sich in erster Linie gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung zeigen. Und ich finde, Skrupellosigkeit zeigt sich immer am Umgang mit der eigenen Bevölkerung. Da würde ich mal sagen, Nordkorea ist nun wirklich kein sympathisches Regime und wir müssen uns eigentlich alle wünschen, dass sie eher keine Atomwaffen hätten, genauso wie bei einigen anderen auch. Und das zweite Interesse, das wir haben, ist, das tatsächlich so weit wie möglich zu bekämpfen und zu verhindern, dass sich Atomwaffen noch weiter verbreiten. Aber das eine Problem Ergänzung, ist wenn Nordkorea wirklich anerkannt als, wird als ein Atommacht, dann ist natürlich Japan das nächste Land. Also das wird dann fortgehen. Und ich glaube, da ist natürlich die Idee, dass weniger Atomwaffen einfach sicherer sind. Absolut. Am besten gar keine Atomwaffen. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Aber je weniger noch dazukommen, desto besser. Deswegen ist einfach einer der wichtigsten internationalen Verträge, die wir haben, der Nichtverbreitungsvertrag. Und wir hätten jedes Interesse daran. Deswegen waren die Verhandlungen mit Iran auch so wichtig, zuzusehen, dass wir das in irgendeiner Weise unter Kontrolle kriegen. Aber das Problem ist natürlich trotzdem, und das lag in der Frage mit drin, dass die Tatsache, dass die fünf anerkannten Atomwaffenmächte ihre Abrüstungsverpflichtung bis heute so unzureichend erfüllt haben, die politische Bindungskraft dieses Nichtweiterverbreitungsvertrages immer mehr unterminiert und aushöhlt und immer mehr Leute und auch Länder diese Frage stellen. Und wenn dann noch der Krieg 2003 mit dazu kommt, der nicht nur in Bagdad dazu geführt hat, hätte er doch Atomwaffen gehabt, dann wäre er nie angegriffen worden. Glauben also wir Sie, haben einen glauben Prozess. Glauben Sie, wenn die Atommächte verbindlicher vorgegangen wären, dass Nordkorea das Problem jetzt nicht so existiert? Das vielleicht auch, aber ich weise nur auf den Prozess hin. Ich bin nicht der Meinung, dass Nordkorea Atomwaffen haben sollte, auch Iran nicht. Jedes Land wäre eines zu viel. Aber es ist zur Ehrlichkeit gehört dazu zu sagen, dass dieses wichtigste Abkommen, da stimme ich seit Frau Tempel zu, was wir haben in der Rüstungskontrollgeschichte, immer mehr unterminiert wird, ausgehöhlt wird. Die letzten drei Überprüfungskonferenzen sind alle gescheitert, weil die große Mehrheit der Unterzeichnerstaaten sagen, es gibt hier ein paar Privilegierte, die sich nicht in ihre Verpflichtungen. Ja, aber dann sollte man wenigstens einmal daran erinnern, dass es Local Zero gab. Und Kollegen, danke für die engagierte Diskussion, auch für die Beantwortung der Fragen. Das war nämlich der Presseclub nachgefragt. Wir sind am Ende angelangt. Ihnen vielen Dank für Ihre Fragen, für Ihr Interesse an unserer Sendung. Machen Sie es gut. Schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.